Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Psst, still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Ja! Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Oh, los, oh, los, komm schon, los jetzt! Lauf! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt. Als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Ich vertraue euch. Wir sind jetzt also Josh. Such einen Weg aus den Höhen. Und Josh hört Stimmen. Die Psychiater. Ich denke mal, der Psychiater war quasi auch in seinem Kopf. Quasi noch. Der Psychiater war ja echt der. Der hat ihn ja echt nur fertig gemacht. Aber war halt eventuell noch die gute Seite. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, die gute Seite. Weil er hat ihn ja gesagt: Siehst du, jetzt hast du alle verloren. Ich weiß dann. Ja doch, eigentlich war der Psychiater nur eine Stimme in seinem Kopf. Denn es gerade nochmal klar gemacht hat, dass alles, was er getan hat, dazu geführt hat, dass er seine. Die Leute, die ihn halt noch helfen wollten, aber die Leute, die ihn helfen wollten, die wollten ja auch die Schwester. Das ist natürlich schwer, sich von den Leuten helfen zu lassen, die dafür mitverantwortlich. Nicht verantwortlich, aber mitverantwortlich sind, dass die Schwestern gestorben sind. Es ist ganz komisch. Jetzt sind wir das erste Mal Josh. Der mit sehr viel zu kämpfen hat, gerade wirklich mit sehr viel. Und der Chris immer noch am meisten mag und Ashley, oh Gott. Und Emily am wenigsten. Aber wer mag schon Emily? Wer mag die schon? Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Schön, sowas haben wir jetzt auch. Na toll. Ach nee, jetzt müssen wir sowas auch noch spielen. Das wird jetzt sehr Jumpscare. Jetzt bist du bei uns.
Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwöre. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wieso ich jetzt hier lang gehe. Aber hier kamen wir ja erst her. Boah, ohne Scheiß jetzt, ne? Ja, da kann man her. Ey, wie krass das jetzt gerade einfach war. Was geht denn hier ab mit dem Spiel? Was ist denn hier los? Das ist ein ganz anderes Spiel. Es ist ein völlig anderes Spiel, das ich hier spiele. Boah, und dann drehe ich mich noch auf wegen so ein, zwei Spoiler in den Kommentaren, wo ich Gott sei Dank schon weit genug war. Dabei ist das jetzt ganz anders irgendwie. Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig. 2 Stunden 36 nehme ich gerade auf. Ich sollte eigentlich gleich mal eine Pause machen. Ich kann nicht mehr. Ich guck gerade. So, ey, was ist hier gerade voll auf mit den Haaren? Ich bin gerade total am Schwitzen, deswegen gucke ich gerade, ob man das sieht. Eigentlich sollte ich jetzt weiterspielen, weil ich gerade so fertig bin und emotional am Ende sollte ich eigentlich jetzt genau weiterspielen. Boah, scheiße, ist das scheiße. Warte mal, sie hat die größte Beziehung zu Mike. Oh oh. Oh, verdammt. Verdammt. Nicholas Bowen. Nicholas Bowen wurde am selben Tag ermordet wie diejenigen, die auf dem provisorischen Friedhof begraben wurden. Okay. Aktualisiert. Ein entstellter menschlicher Kopf eingelegt in Formaldehyd. Ja, jetzt geht's aber ab. Sieht wie ein teilweise verwandelter Wendigo aus. Guck mal, das ist jetzt alles hier aktualisiert. Das ist super interessant. Ein eidig geschriebener Totenschein, hm? Ein weiterer Todesfall vom 24. Februar 1952. Es muss ein Massaker gegeben haben. So wussten die Minenaufseher, wie viele Männer in der Mine waren. Die Karte
Im einen Bereich fehlten. Update. Die Karten wurden entfernt und im Safe des Sanatoriums eingeschlossen. Mhm. Okay, Mike. Ich habe diese Stiefel nicht an. Ich werde also nicht diejenige sein, die so oben hängt. Jetzt können wir gerade bei ihm die Stiefel. So weit unten. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal den Totem an. Die uns ja eigentlich doch helfen. Oh, Schnee. Ja, hätten wir das mal gemacht. Scheiße. Es könnte wirklich Mike sein. Da will ich wirklich nicht reingehen. Stopp, 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 stopp. Ich erkenne das, ich erkenne das. Okay, wir müssen nochmal auf die Totems. Es tut mir wirklich leid. Also, das war das. Das war das. Das hatten wir auch schon. Ey, wo kommt denn Matt wieder? Führung. Da. Links hoch, okay. Was haben wir hier? Ah, da ist ein Totem. Moment. Mike, danke. Okay. Ein Glückstotem. Wir müssen also das Haus abbrennen. Really? Gut. Nein! Rein. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Oh, Scheiße. Also, ich spüre meine Finger nicht. Ich wusste nicht, dass sie jetzt da runterspringt, aber ich halte mich mal links. Das Kiefer wird nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte. Okay. Also das. Wenn keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie. Toll. Danke. Ich gehe hier hoch. Ich hoffe, es ist richtig. Mike, du solltest auch hier hoch. Ich glaube, das ist es noch nicht gewesen, oder? Oh, Scheiße, ich habe so Angst. Oh, shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine, gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Oh Gott, ich kann mir denken, was passiert ist. Es fühlt sich so an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Verzeih mir, Beth, es tut mir leid. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Oh, verdammt. Der Rest der Schrift ist nur noch Gekrakel. Hungry? Binger? Hunger? Sie hat Beth gegessen. Und dann, was heißt das? Sie hat sie getötet? Ihre eigene Schwester? Ich weiß nicht. Wie zur Hölle sollten sie hier unten überleben? Ich weiß nicht, Michael. Ihr muss es eine Antwort geben. Mike, jetzt. Beruhig dich. Beth war doch schon tot. Hannah hat sie gegessen. Also Hannah ist definitiv, man könnte sagen, Hannah ist am Leben. Eigentlich. Nur wie am Leben ist natürlich die Frage. Ah, ich muss also doch da hoch. Oh, verdammt! Scheiße. Aber kam die hier nicht mehr raus? Die muss doch hier irgendwie wieder rausgekommen sein.
Ah, es schreit geradezu danach. Es schreit geradezu danach, dass mich irgendetwas runterzieht. Quicktime-Event. Oh, komm, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Komm schon. Ja, Schatz. Das Totem hat uns wohl zu dieser Information geführt, die wirklich sehr wichtig war. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einen Indigo treffen hier. Oh, das spielt jetzt so eine krasse Wendung gerade. Hilf mir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist so krass. Verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Dein Pad vibriert so. Nenn ihn doch nicht noch durchgeknallter Mistkerl, du machst es doch viel schlimmer. Boah, wie er läuft! So fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. War wegen ein Jess. Totem. Mein Fehler. Jess lebt doch noch. Dieses Spiel ist doch so gemein, dass sie uns gerade nochmal mit unserer Entscheidung konfrontiert haben. Das ist so fies einfach nur. Nicht bewegen. Okay. Okay, nicht bewegen. Das ist sowieso ganz wichtig. Ich muss mir echt merken. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Sollte ich, oh Gott, das ist so blöd mit dem Pad. Mit dem Pad, das vibriert, ne? Entschuldigung, das vibriert. Und ich habe das halt so auf der Tischkante dann so. Und das hat bis jetzt immer geklappt, gerade auch. Und dann hat es irgendwie wohl auf der einen Seite mehr vibriert und es hat sich bewegt. Boah, so fies einfach. Wenn ich es so halte, dann vibriert es ja auch. Oh, ist das gemein. Boah. 2 Stunden 47, ich bin verrückt. Ich werde verrückt und bin verrückt. Okay. Ich bin nicht bereit, aber wir machen es zwar trotzdem jetzt. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh! Oh! Oh!
Wir sterben. Das wolltest du wirklich nicht? Boah, der ist so fertig einfach nur. Der ist so fertig. Boah, ist der fertig. Gerade im Moment kann der einfach überhaupt gar nichts dafür. Ich versuche mein Bestes, da irgendwie den auch noch da rauszuholen, aber ich kann es echt nicht versprechen, weil ich nicht weiß, was das Spiel jetzt mit ihm macht. Ja, er hat ja auch noch eine Wunde. Oh Gott, das war ich auch. Ach, das konnte ich ja nicht wissen. Ja, eigentlich sollten wir da nicht rein. Josh? Folge Mike aus der Mine. Ich kann mir die nicht merken. Okay, Führung. Das haben wir auch schon. Das war Josh, glaube ich. Das ist Matt. Es ist halt schwer. Wir wissen nicht direkt. Oh, Verlustscheiben. Okay. Ich will auf Nummer sicher gehen. Das tut mir leid. Ich muss die anderen jetzt auch noch gucken. Boah, ach, wir haben die neuen, die habe ich aber schon alle durchgeguckt, natürlich. Okay. Das heißt, der Josh darf auf jeden Fall jetzt nicht fressen. Der darf keinen Ashley-Körper fressen. Das hatten wir schon. Okay, das sind die Gefahrdinger. Das hatten wir auch schon. Glück. Stehen bleiben. Haus abbrennen. Boah, wie fies das einfach alles ist. Wie lange geht das Spiel denn noch? So. Okay. Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Anna! Henna. Abgedrehtes Spiel. Abgedrehtes Spiel. Matt! Du lebst! Kleiner Bubi. Komm, gehen wir Ashley töten. Entschuldigung. Matt. Oh, bitte. Matt. Auch schön, dich zu sehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bist du okay? Definiere okay. Scheiße. Jess, was ist mit dir passiert? Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja. Hier läuft irgendetwas Schräges heute. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. Nein. Was? Nein, nicht jemand, sondern etwas. Jess, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein, ich sage dir doch. Schon okay. Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Ist aber immer noch eine riesen Überraschung eigentlich.
Boah. Sie benimmt sich halt auch natürlich jetzt völlig anders. Matt hängt mir sehr viel mit Sam rum, muss ich sagen. Das... Egal. Okay, komm. Liebes. Du Arme. Tut's mir wirklich leid. Oh, bitte nicht, ey. Bitte nicht. Sieh mal da. Hier gab's einen Einsturz. Das war ich. Was? Ich bin da durchgestürzt. Was? So tief runter? Scheiße. Und sie lebt noch. Club. Was? Ich bin von einem verdammten Feuerwachturm gefallen. Du verarschst mich. Wie krass, die Arme. Oh, wie krass. Okay. Falscher Knopf, Entschuldigung. Oh, auf jeden Fall Mike. Boah, das ist Mike. Oh, verdammt, ey. Das zweite Mal jetzt. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Der Mike muss sich vom Feuer fernhalten. Auf jeden Fall ist nicht gut für ihn. Ja. Das ist Matt. So. Es könnte, also ich möchte euch vorwarnen, es kann echt sein, dass mir alle Charaktere sterben. So, und hier, wo war das? War das, das war beim Glück, war das, glaube ich. Beim Glück müsste das gewesen sein. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Da. Falls wir sowas sehen oder hören, nicht aufmachen. Nicht aufmachen. Komm mit, Liebes. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bring dich hier irgendwie raus. Und wenn nicht, bitte sei mir nicht böse, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Ich bring dich zu deinem Mike. Dann könnt ihr in Ruhe poppen. Und alles ist wieder gut. Ich möchte ja sagen, dass Jess überhaupt gar nicht gruselig aussieht. Das Spiel war am Anfang... Oh. Jess. Oder? Okay, komm, Jess. Oh nein. Oh, geht's euch weiter. Oh, ist gerade so schwindig auch. Oh.
war. Entschuldigung. Ich mache jetzt eine Pause. dann sehen wir uns gleich wieder. Es tut mir so leid, ich bin so fertig mit den Nerven. Ich spiele gerade 2 Stunden und 59 Minuten. Ich kann überhaupt gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr. Wir sehen uns gleich wieder und ich glaube, ich ziehe mir echt mal was anderes an, weil ich voll am Schwitzen bin. Aber es ist doch die gleiche Aufnahme, wie ihr sicherlich an meinem Liedstrich dann erkennen könnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, bis gleich. The problem is the alchemy. It just might be the death of me. Cause I know that I'm stuck, but I'm not giving up that easy. I know there's got to be a way to mix these things and somehow make the perfect recipe. There simply has to be. Scientist, respected and esteemed. This lab became my home. These formulas are my family. And when I sought out to find a cause, it simply means one thing: failure's not allowed. The truth will be revealed to me. I found the answer. It's not what I was searching for. Tell me.